denkst du, ne? Spasti. Komm her. Ja! 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 Hä? Ja! Na komm. Hä? Ja! Spaten, Alter. Also alleine gehen die sogar noch. So, jetzt will ich bitte den Häuptling da haben. Das ist ein Häuptling. Ja. Erst den hier. Ja. Ja. Wie gesagt, erst die kleinen. Ja. Und jetzt dich. Aber okay, der hält gut aus. Muss man dazu sagen. Ja. 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 Nicht darunter fallen. Kommst du her? Ja. Ja. Du tust mir weh. Oh Gott. Nicht mehr was dabei. Geil. Scheiße. Ich gerate echt in Probleme, Leute. Was Tränke und so antrifft und allgemein, da ich nicht weiß, wo dieser scheiß Gnom-Penner ist. Da müsste auch irgendwo noch ein dritter Gnom sein. Da. Und mit einer Waffe. So, ich speichere hier trotzdem mal eben. Und laufe jetzt nicht weiter. Nein, das waren Wölfe. Nein, nein, nein. Ich will auf keinen Fall gegen diese Kackwölfe kämpfen, ne? Ich bin der Donner-Typ ja schon fast lieber. Nein, hoch da. Danke. Ach, das Spiel hat mich einmal lieb, ist das schön. Ach Gott. Ach, das ist ein Keiler. Scheiße, weg, weg. Nein, du hast mich nicht entdeckt. Du hast mich nicht entdeckt, verzieh dich, bitte, bitte, bitte. Bitte, da, danke. Hallo? Ich will nicht sterben. Ja. Nicht jetzt und hier. Ja. 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 Meine Fresse nochmal. Leute, ich verreck hier noch. Na, ganz groß, okay. Trank. Speichern. Okay. Einfach, danke. Okay, speichern wir nochmal. Scheiße. Das ist echt ein Akt, Leute. Ja, das glaubt er gar nicht. Meine Güte. Da hinten sind Skelette, von denen muss ich mich wieder fernhalten. Und Wölfe, wie ich sie liebe. Wölfe sind echt behindert. Ich hasse Wölfe. In diesem Spiel und allgemein. Eigentlich bis jetzt in fast allen, auch in Gothic-Teilen etc., mag ich Wölfe nicht. Komm hierher. Pass auf, das sind die Viecher. Ja.
Das war knapp. Verdammt knapp, um genau zu sein. Hast du denn was dabei? Das ist doch nicht euer Ernst. Das ist doch nicht euer Ernst. Könnt ihr nichts dabei haben? Nichts. Oh, Scheiße. Wir speichern trotzdem und verschwinden von hier, ganz ehrlich. Wir verschwinden sowas von hier. In die Hafenstadt. Es ist doch nicht wahr! Es kann doch echt nicht sein! Was ist das denn für ein Scheiß? Oh, verdammte Hacke! Okay. Naja, egal. Wir gehen jetzt zuallererst zu dem Kräutertypen. Da sollen uns mal neue Tränke verkaufen und so. Zwei können wir gerade mal herstellen. Achso, wegen dem Wein. Moment, wie viele können wir denn sonst noch herstellen? Egal. Hey, mach hinne! Komm schon. Danke. Sieht gut aus. So. Okay, ja, richtig, wir wollten noch... Wow, haben wir viel Geld. Ja, genau, okay, dann werden wir mal eben alles verkaufen, was wir nicht brauchen. Und dann, ja, wollen wir Tränke haben. Und zwar viele von denen. Na, 32 sind zu viel. Sagen wir mal 20. Also werde ich mal eben für 13 zurück tun. So 21. Weil irgendwann lernen wir den nächsten Kreis und mehr Mana und dann brauchen wir auch die größeren Tränke. Aber jetzt brauchen wir erstmal die. So, und von denen wollen wir auch mal 10. Ja, 13. So. Oh, Scheiße. Okay, und das werden wir jetzt verkaufen. Kaufen. Muss ich machen, Leute. Tut mir leid. Aber muss ich machen. Weil ich brauche das, die Tränke. Gut. Und damit gehen wir mal eben zurück zu Romanov, denn ich werde doch ihm seine Schatulle geben. Okay. Oh Gott, das ist gar nicht mal so leicht, das Spiel, muss man sagen. Ja, der Schwierigkeitsgrad ist gar nicht mal so schlecht, liebe Leute. Man hat hier doch ganz gut zu kämpfen, muss man schon sagen. Ja. Okay. Die Wache amüsiert sich immer noch mit Annika. Dann geben wir ihm mal sein Zeug zurück. Hier hast du deine Schatulle. Du hast sie gefunden? Hat dich jemand gesehen, wie du sie geholt hast? Niemand Wichtiges jedenfalls. Na gut, dann werde ich dir jetzt verraten, was du mir da eigentlich gebracht hast. Lass mich raten, in der Schatulle ist dein Gold, das du von Don Esteban bekommen hast. Das Gold, das die Weißen suchen und weswegen sie dich hier festhalten? Wer hat dir das verraten, du Bengel? Lag auf der Hand. Du willst mir also damit sagen, du wusstest, dass ich dich geschickt habe, um mein Gold zu holen? Könnte man sagen. Das ist ja ein Ding. Ha! Gut gemacht, mein Junge. Das zeigt, dass ich mich auf dich verlassen kann. Das stimmt mich äußerst großzügig.
Ich gebe dir einen Teil der Beute ab. 300 Gold. Was sagst du dazu? Ich nehm's gern. Gut, abgemacht. Wie lange sitzt du hier schon? Einige Tage. Die Schweine wollen mich weichkochen. Ha! Da können sie lange warten. Ich werde ihnen niemals verraten, wo ich mein Gold versteckt habe. Na gut. Und damit, meine lieben Leute, machen wir hier das nächste Mal weiter. Und bis dahin sage ich viel Spaß mit den Videos. Euer Hiri.